Willkommen von der CeBIT 2014, wo wir hier einen LG-Bildschirm haben mit 34 Zoll und da heißt der 34UM95. Das ist ein Bildschirm von LG mit 21:9 Ultra-Wide-Display mit einer Auflösung von 3440x1440, was zum ersten Mal so eine hohe Auflösung hat. Und im 34 Zoll-Bereich haben wir noch einen, den UM65, den schauen wir uns auch an. Im YouTube-Channel findet ihr dazu weitere Infos. Der hier wird nämlich 1000 Euro kosten, dadurch, dass es wirklich ein Highlight-Produkt ist. Aber ich sage euch gleich wieso, wenn wir die Anschlüsse nämlich anschauen. Bis dahin einfach nur ganz kurz ein mattes Display natürlich mit der wirklich schönen hohen Auflösung, die noch nicht ganz 4K ist, aber auch locker 2,19 Zoll Bildschirm ersetzen kann. Wie ihr sehen könnt, der Displayrahmen außenrum extrem dünn oder schön dünn, fast ein halber Finger nur. Ansonsten verchromt. Also ein hochwertiges Design hier von LG und auch 2 cm in der Höhe verstellbar. Ist ein farbkalibriertes Display und jetzt schauen wir uns einfach die Rückseite mal an, wo wir dann entsprechend die ganzen Anschlüsse sehen können, wie zum Beispiel zweimal USB 2.0, einmal USB 3.0 und auch natürlich der USB 3, der dann entsprechend reinkommt. Für Apple-Fans auch 2 Thunderbolt-Ports, sehr schön, beziehungsweise Display-Port, ein HDMI-Port, wo gerade hier das Bild drüber läuft, beziehungsweise ein Android-Stick, hier die Inhalte abspielt direkt. Dann haben wir ein Tonausgang, glaube ich, ist das. Also Kopfhörer, Headphone-Ausgang und natürlich Stromeingang. Und das war es eigentlich auch schon hier bei diesem schicken, großen LG-Bildschirm. Oben müsste hier noch ein LG-Logo sein, genau. Und von hinten ansonsten schön in Silber gehalten. Aber es ist natürlich Plastik, nur außenrum ist es Chrom. Das war der UM95, also 34UM95, wenn ihr uns zugeschaut habt, hier von der CeBIT 2014. Bis zum nächsten Mal, mein Name ist Balázs Gál und vergesst nicht, unseren YouTube-Channel zu abonnieren.